Es ist halt völlig absurd. Es ist halt mega absurd, weil es stehen 5, 6 Leute um dich rum, die Kamera wird irgendwie so auf dich raufgehalten und dann sollst du irgendwie knutschen. Also ich habe solche Sprüche gehört wie, Robin, du musst es jetzt aber ernst meinen. Der sucht hier seine große Liebe und wenn du jetzt nicht, dann musst du jetzt gehen und solche Sachen. Und es war halt einfach so ein bisschen so pushy. Wir hatten tatsächlich einen riesigen Streit, wo wir uns wirklich ernsthaft gestritten haben. Das war auch das erste Mal, also als Gruppe. Und da war es dann so, dass es so krass war, dass sogar das Produktionsteam gesagt hat, okay Leute, wir sind hier bei Too Hot to Handle. Wir können uns jetzt nicht so streiten wie bei, keine Ahnung, Ex on the Beach oder so. Hier geht es nicht um Drama und das wird da tatsächlich unterbunden. Einmal eure Vorstellungskraft mit mir jetzt aktivieren. POV, ihr werdet um 7 Uhr morgens unsanft von Musik geweckt. Ihr wisst auch gar nicht, wie früh es ist, weil ihr konntet und durftet seit Tagen schon nicht mehr auf die Uhr gucken, weil euch eure Handys abgegeben wurden. Ihr konntet übrigens auch ein bisschen too much information seit Tagen schon nicht kacken, weil die Aufregung irgendwie so groß die ganze Zeit ist, dass ihr nicht normal auf Klo gehen könnt. Dann entscheidet ihr euch aber, auf Klo zu gehen. Und seid kurz so chill und so, Stufe 1 ist dann so erledigt. Und dann guckt ihr einfach an den Spiegel und auf einmal dreht sich eure Kamera auf euch. What? Alltag, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, warum ihr hier seid. So ähnlich, sagen wir mal, vielleicht so ähnlich haben das die Personen erlebt, die bei Dating-Reality-TV-Formaten teil sind. Und da ist unser Panel, das wir jetzt gleich hier dem belauschen werden, ist dafür perfekt. Und zwar ist auch die Person, die das moderieren wird, dafür perfekt. Denn Leonie Löwenherz ist die Moderatorin von dem Panel gleich und die möchte ich euch auch kurz vorstellen. Sie ist Journalistin und Moderatorin, hat viele Recherchen genau zu verschiedenen Reality-TV-Dating-Formaten gemacht, ist ziemlich tief im Thema drin und die Personen, die sie interviewen wird, sind deswegen tief drin, weil sie es halt im Alltag erlebt haben und können uns also aus dem Nähkästchen plaudern. Die Tippkon ist übrigens ein Ort, wo ihr sehr gerne auch selber mitmachen könnt und eure Fragen am Ende platzieren könnt. Die könnt ihr euch merken und dann am Ende komme ich mit so einem hübschen Wurfmikro vorbei. Und dann könnt ihr einfach Teil des Talks sein. Und ihr dürft bitte auch gerne eure Handys übrigens benutzen. Ihr dürft Videos von dieser ganzen Show machen und dann die TimCon verlinken. Das sollte ich euch extra sagen, damit die TimCon auch auf Instagram gepusht wird. Naja. Jetzt aber ein riesiger Applaus an Leonie und ihre PanelgästInnen. Applaus. Ich freue mich, hier zu sein. Ich stelle euch erstmal die Leute vor, mit denen ich hier sitze. Erstmal ganz lieben Dank an Maria für das nette Intro. Wir gehen mal einfach so durch. Ja? Ich sitze hier mit Robin, Influencer, Moderator, Fashion-Ikone und bekannt aus der 3. Staffel Prince Charming. Dann zu meiner Rechten sitzt Paula, im echten Leben Kinderkrankenschwester und bekannt aus der 2. Staffel Princess Charming. Und zu meiner Linken die wundervolle Uni, die kennt ihr vielleicht von Too Hot to Handle. Im echten Leben ist sie auch Content Creatorin und ich freue mich, dass du heute hier bist. Mal so Frage an euch, wer guckt Reality TV, wer guckt Dating TV? Okay. Ich finde es geil, also das einzig Negative hier zu sein, ist, dass ich gerade nicht die letzten 2 Folgen das vom Ultimatum gucken kann. Also spoilert euch irgendjemand irgendwas. Ich frage mal so in die Runde, ich gehe mal so an Robin. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du deine Erfahrungen bei Prince Charming rückblickend bewerten? Boah, ich muss mal sagen, also Zahlen sind da immer schwierig. Ich habe was, ich sage jetzt mal, ich gebe so eine 7, weil die Sache ist, ich sage immer, ich bin das positivste Negativbeispiel, weil ich fand extrem viel blöd, würde es auch nicht nochmal machen, aber ich sag mal so, dadurch bin ich jetzt Berufshomosexueller geworden, deswegen ist es okay, denke ich, am Ende des Tages. Okay, Uni, Robin hat gerade gesagt, er wird es nicht nochmal machen, wie ist es bei dir? Also ich würde nicht sagen, dass ich es jetzt grundsätzlich ausschließen würde, aber in deutschen Formaten würde ich mich eher nicht mehr sehen. Okay. Aber so die Erfahrung an sich? Also ich würde sagen, vor Ort würde ich der Erfahrung mit 10 von 10 geben. Vor Ort war es Hammer. Aber danach, das zu schauen, was reingespult etc., da würde ich eher so eine 7 aufgeben. Über der Schuld reden wir auch gleich nochmal. Wie sieht es bei dir aus?
Wie bewertest du die Erfahrung rückblickend? Also ich würde mich auch anschließen mit der 7 tatsächlich. Ich habe viele positive Erfahrungen gemacht, aber natürlich auch einige negative Erfahrungen. Genau, deswegen ist 7, glaube ich, ganz passend. Ja. Jetzt haben wir zwei Leute hier sitzen, die in explizit queeren Dating-Shows waren. Eine Person, die in hetero-ish Dating-Show war. Es geht ja generell um eine Präsentation in Dating-Shows. Ist das wichtig? Ist doch nur Trash-TV. Ich frage uns um die Runde. Ich fang direkt an. Ich labere am liebsten. Ich finde, das ist, glaube ich, wichtiger, als man sich das vorstellt, weil ich hatte immer das Gefühl, als ich zum Beispiel damals bei Prince Charming war, es gibt so Formate, die sind explicitly queer und die werden dann vor allem auch nur von der queeren Community geschaut und genossen und die sind vielleicht auch ein bisschen zu anspruchsvoll, sage ich jetzt einfach mal, für Personen, die sonst damit noch nie Erfahrung hatten. Und ich habe das Gefühl, dass so, wir nennen es jetzt Trash-TV, solche Reality-Formate eigentlich ganz nett sind, weil ich glaube zum Beispiel mit so einem Dating-Format, explicitly, kann sich fast jede Person irgendwie identifizieren. Und ich habe halt auch mitbekommen, dass der Andrang auf diese queeren Formate, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch von Hetero-Personen sehr, sehr groß sind. Und deswegen ist es, glaube ich, voll wichtig, auch da was zu repräsentieren, weil da kannst du super einfach die Leute an die Hand nehmen, die damit noch nie Berührungspunkte haben, weil die dann sagen, oh mein Gott, ich habe vorher gedacht, dass, keine Ahnung, schwule Männer sind so oder ich habe gedacht, die sind alle so und jetzt habe ich aber festgestellt, oh, nur weil du einen Rock trägst, musst du nicht unbedingt eine Frau sein. So, also das ist, da gibt es so viele Themen, wo man, glaube ich, ganz einfach anknüpfen kann und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, dass wir die Repräsentanz in solchen Formaten erst recht haben. Ich würde mal in diese Richtung fragen. Bei dir war es ja kein Format, das explizit irgendwie Repräsentation geschaffen hat. Du hast also auch ziemlich starke Kritik, Antwort und Handel danach. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Wie wurde damit umgegangen? Was ist so dein Eindruck? Wie kam das an? Also meinst du jetzt allgemein oder von Netflix selber? Ich würde erstmal sagen, so öffentlich, was hast du mitbekommen? Also ich muss sagen, bevor ich die Kritik geäußert habe, hatte ich so ein bisschen Sorge, dass ich da so einen Gegenwind bekommen würde, aber tatsächlich war 95% der Reaktion positiv. Also ich war richtig überrascht, die Leute meinten, das ist super, ohne dass du so ein wichtiges Thema angesprochen hast, das ist mega wichtig und ich bin richtig glücklich darüber, weil Social Media hat oft sehr viele negative Seiten und da hat man gesehen, dass es aber auch richtig viele positive Seiten gibt. Magst du deine Kritik für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, nochmal zusammenfassen? Ja, also ich halt als dunkelhäutige Person, vor allem als dunkelhäutige Frau, war halt in einem Reality-Format und hatte halt die Kritik an Netflix ausgesprochen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich halt nur als Diversity-Bonus da war, weil die Jungs, die in den Cast waren, halt hauptsächlich auf blonde, blauäugige Frauen standen. Und dadurch hatte ich halt keine Chance, halt jemanden zu finden, der meinen Typ appreciated. Und das Spannende daran ist ja, dass wir die gleiche Kritik auch zum Beispiel bei Prince und Princess Charming hatten. Jetzt kommt immer wieder dieses Argument, ja gut, wenn die Princess, der Prince, die Person, die wir alle ganz toll finden sollen, nun mal einen Typ hat, ja, dann müssen wir halt nach diesem Typ casten. Was würdet ihr dazu sagen? Ich gehe mal so Richtung Paula. Naja, ich weiß nicht, weiß man das überhaupt vorher, ist ja auch die Frage. Also wer weiß überhaupt, ob die Princess der Prinz einen Typ hat? Also ich wusste ja früher, also vor meiner Teilnahme auch nicht, ob ich die Princess toll finde, charakterlich, äußerlich, wie auch immer. Also finde ich jetzt nicht so ein richtig gutes Argument. Na und ich habe auch immer das Gefühl, man muss es auch so ein bisschen dahin streuen. Also jetzt einfaches Beispiel, ich würde jetzt sagen, vielleicht bin ich auch gar nicht unbedingt, ich meine, ich bin am Ende weiß und blond, ich glaube, das haben wir in Dating-Formaten schon viel gesehen, aber ich glaube, dass ich durch meine Art und wie ich bin und was ich tue, auch in meiner Staffel so ein bisschen herausgestochen bin, sage ich gerade mal so. Und ich glaube zum Beispiel, dass mein Prinz jetzt in dem Ding mich mit dem Arsch nicht angeguckt hätte, hätte mich im echten Leben getroffen. Aber ich glaube, da auch wieder sowas ist, wir wollen mit solchen Formaten oder die Leute wollen mit solchen Formaten ja auch zeigen, oh mein Gott, Liebe ist divers und Liebe kann das sein und so. Und da finde ich, man kann auch, selbst wenn der Prinz, die Prinzessin, weiß ich nicht, irgendjemand da eine Präferenz angibt, man muss ja trotzdem, ich meine, wie viele Leute casten die? 18 bis 20 Leute? Da kannst du schon ein bisschen was reinbrennen. Und wer weiß, wer am Ende überrascht. Ich denke, wenn wir immer nur das Gleiche machen, dann lernen wir ja auch nicht dazu, ne? Du hast
Du sagtest gerade, Liebe ist divers. Sind denn Castingshows wirklich divers? Wie nehmt ihr das wahr? Castingshows, Dating-Shows, sorry. Naja, das, was wir gerade sehen, zeigt uns ja, dass es nicht allzu divers ist. Also, ja, wenn wir uns den neuen Cast mal angucken, von Prince Charming, dann ist es natürlich auch wieder alles andere als super divers. Ja, also, ich wollte nur sagen, also oft ist es auch so, zum Beispiel jetzt bei meinem Format, ich fand, dass wir von außen hin schon sehr divers aussahen, also alles war so bunt durchgemixt, aber alles ganz oberflächlich, fand ich. Und ich finde es halt wichtig, dass diese Diversität auch natürlich kommt und nicht ein Zwang ist, um irgendwie einem Shitstorm zu entgehen oder etc., sondern dass man das machen sollte, weil es wichtig ist und weil es einfach von Natur aus kommt und kein Zwang ist. Und dann wäre es ja vielleicht auch mal eine Option, Leute zu casten, deren Typ eben nicht weiß, sondern blauäugig ist. Ja, genau, zum Beispiel. Also vielleicht das auch einfach mal so als Ausschlusskriterium. Jetzt gerade läuft ja die neue Staffel an, beziehungsweise die nächste Show an, mit dem All-Star-Format Charming's Voice. Wer hat es mitbekommen bisher so? Wer hat schon mal in die Kommentarspalte unter dem Cast-Announcement geguckt? okay, so viel sei gesagt. The BIPOC have left the room. Das ist tatsächlich jetzt eine sehr, 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 sehr weiße Staffel. Die Kommentare kritisieren das auch. Habt ihr das Gefühl, es lohnt sich da Diversität zu schaffen für die Sender, für die Produktionsfirmen? Na, ich glaube, die machen es sich so ein bisschen einfach, ne? Also ich glaube, was ich gesehen habe, ist, glaube ich, dass tendenziell in den letzten Jahren es immer hieß, oh, der Cast wird immer jünger. Und darauf haben sie reagiert. Also ich habe das Gefühl, dass tendenziell jetzt so ein bisschen der Age Gap ein bisschen nach oben gegangen ist. Aber Diversität ja halt wirklich null. Das Einzige, wo ich so ein bisschen mal sagen muss, da müssen wir vorher drüber nachdenken, was du vorhin einmal angesprochen hast. Wir wollen ja auf der einen Seite optimal repräsentieren, wir wollen aber auch jetzt nicht, ich sag's jetzt so wie es ist, ihr habt es alle schon mal bestimmt im Begriff verwendet, den Quotenschwarzen casten dafür, dass wir eine Person haben. Und so funktionieren oft solche Formate, dass man ja in Stereotypen castet. Das heißt, es gibt vielleicht 18 Plätze, aber es gibt zum Beispiel noch einen POC, es gibt nur einen für die Person, keine Ahnung, unter 20, die blond ist. Es wird ja so gecastet. Und ich glaube, die haben sehr verkackt, sage ich ganz, ganz offen, weil da hätte es was gegeben. Man muss aber auch sagen, okay, wer hat sich auf die Show beworben? Weil ich habe auch schon sehr viel Kritik gehört, zum Beispiel aus der BIPOC-Community, zum Beispiel sagen, ehrlicherweise stelle ich mich gar nicht für so ein Format auf, ich lasse mich nicht casten und vielleicht kannst du uns davon besser berichten als ich natürlich. Aber ich meine, ich habe sehr oft gehört, dass die Leute meinen, warum sollte ich mich dafür casten lassen? Ich werde da eh nur ein Stereotyp reingedrückt und darauf habe ich am Ende keinen Bock. Deswegen weiß ich halt auch nicht, wie der Casting-Prozess aussah. Es kann schon sein, dass da Leute dahinter stehen, die sagen, hey, wir hätten das gerne, aber es meldet sich halt auch einfach keiner, der gut für dieses Format wäre. Ja. Über den Punkt haben wir uns heute Morgen schon unterhalten, wir waren gleich im Hotel, wir hatten das Thema heute schon beim Frühstück. Wie war für dich so der Casting-Prozess? Hattest du das Gefühl, du wurdest irgendwie anders behandelt? Dadurch, dass ich gar nicht so viel wusste bis dato über den Casting-Prozess von den anderen, hatte ich halt schon das Gefühl, dass ich gleich behandelt werde wie die anderen. Aber dann vor Ort hat man das natürlich gemerkt, also das, was du gerade angesprochen hast, Robin, das ist für dich ein sehr wichtiger Punkt, weil man versucht immer, wenn man dann diese Diversität schafft, Leute so in einen bestimmten Stereotypen reinzuquetschen. Die Leute, also vor allem die Black Community zum Beispiel, die guckt sich dann diese Sendung an und denkt sich so, boah, bei sowas würde ich niemals mitmachen als schwarze Frau oder vielleicht auch als schwarzer Mann. Und dadurch wird, weil sie versuchen, Diversität so falsch rüberzubringen, werden dann andere Black People sozusagen abgeschreckt, bei solchen Sendungen oder Formaten mitzumachen. Und dann wird es dann wiederum schwer, solche Diversität zu schaffen. Also das ist halt irgendwie so wie so ein Teufelskreis, würde ich sagen. Mhm. Die Frage ist ja auch, und ich stelle die Frage mal in die Runde, ist es Diversität, wenn ich ein paar zum Beispiel BIPOC im Cast habe, ist das schon Diversität oder auch ein paar Trans-Personen? Ich meine, wir haben 2023, ich habe bisher in keiner deutschen Dating-Show eine binäre Trans-Person gesehen. Ist das Diversität, wenn sie nur im Cast sind? Boah, du hast auch die Fragen heute raus, ne? Das sind so Fragen, also ich stelle mir solche Fragen voll oft, weil man ist ja auch oft so, zum Beispiel, dass man jetzt von Marken angefragt wird und dann fragst du ja auch so, oh, wer kommt und so. Und ich finde, nein, natürlich ist es das nicht, aber es verhält sich ein bisschen ähnlich wie Pinkwashing. Und da hat, also ihr wisst, was Pinkwashing ist, oder? Also einfach, dass Marken halt jetzt zum Beispiel Pride Month, wir wissen, das ist jetzt alles Regenbogen. Es ist ein bisschen hervorgeschoben, ich glaube aber,
es ist ein wichtiger Anfang. Das ist so ein bisschen, verhält sich, glaube ich, ähnlich wie, wir diskutieren auch oft über das Thema zum Beispiel Frauenquote. Das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ich glaube zum Beispiel nicht, dass eine Frauenquote das Ende der Fahnenstange ist. Am Ende sollte einen Job jemand bekommen, der am besten dafür qualifiziert ist. Ich glaube trotzdem, wir brauchen eine Frauenquote, um auf Chancengleichheit hinzukommen. Und ich glaube, so verhält sich das auch. Und noch ein weiterer Aspekt. Wir sehen ja jetzt alles nur vor der Kamera. Ich glaube aber, genauso wichtig ist alles, was sich im Produktionsteam und hinter der Kamera abspielt. Weil ich glaube, wenn mehr BIPOCs am Set wären im Sinne von die RealisatorInnen sind oder so, dann gäbe es vielleicht auch mehr Leute, die die an die Hand nehmen könnten und sagen, hey, ich achte darauf, dass du optimal repräsentiert wirst, bewirb dich doch bitte. Ich glaube, es würde schon einen Difference machen. Darauf wollte ich hinaus und da auch direkt die Frage in die Runde, wie war da eure Erfahrung? Mit wie vielen mit wie viel Diversität hattet ihr hinter der Kamera zu tun? Das ist ja das, was wir im Fernsehen gar nicht sehen. Also bei mir war es null. Also das komplette Casting-Team, komplette Produktionsteam war eigentlich so gut wie komplett weiß. Und da merkt man ja auch, dass die das Ganze gar nicht ernst nehmen, also meiner Meinung nach Diversität. Weil wenn du wirklich divers sein möchtest, dann guckst du auch, dass dein Casting-Team hinter der Kamera divers ist und deswegen ist auch ein richtig wichtiger Punkt. Man sieht das ja bei vielen Berufen und nur diese ganzen oberflächlichen Sachen, wie zum Beispiel Modeln und irgendwelche Shows, da sieht man immer riesige Diversität, aber wenn man dann immer hinter die Kulissen schaut, dann ist das meistens leider nicht der Fall. Also, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. POCs hatten wir keine, aber bei uns war das Team schon sehr queer auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, 70% der Produktion ungefähr, also lass mich lügen, war auf jeden Fall queer. Und da ist ja dann auch immer nochmal das Thema, so wie viele internalisierte Ismen, wie gucken wir selber als queere Menschen dann auch auf die Community oder als Teil einer marginalisierten Gruppe. Jetzt haben wir so eine ziemlich große Schere, wir haben gerade schon drüber gesprochen, das, was hinter der Kamera passiert und das, was vor der Kamera passiert. Was würdet ihr denn sagen, wie groß war da die Differenz? Hattet ihr das Gefühl, ihr wurdet wirklich als ihr gezeigt am Ende der Sendung? Oder wie viel von euch hat man tatsächlich gesehen? Also ich hatte jetzt ein Schweineglück, sage ich euch mal so, wie es ist. Ich weiß, dass das nicht allen passiert, aber ich kann mich, was der Schnitt und alles, was da passiert ist, echt nicht beschweren. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich wurde besser dargestellt, als ich bin. Das heißt, ich hatte wirklich Glück, was das angeht. Da kann ich wirklich keinen Vorwurf machen. Ich weiß aber, dass es nicht allen so geht und das hat so ein bisschen damit zu tun, du bist halt so ein bisschen auch in den Fängen von Leuten irgendwie dich, welche Momente von dir packen sie rein. Das heißt, es kann natürlich in beide Richtungen gehen. Vielleicht auch nochmal zu dem Thema vorher. Ich fand schon, dass was ein ganz wichtiger Punkt sind unsere Allies. Und ich glaube auch, dass bei Prince Charming super viele Allies schon am Set waren. Und ich hatte auch ganz, ganz tolle Erfahrungen. Plus das, was du gerade von der Schere sagst, ich hatte halt auch so ein paar Personen, wo ich dann dachte, oh, da geht es jetzt um verzweifelt, ich sag mal noch so ein bisschen alte Schule, noch was rauszuquetschen, was vielleicht gar nicht da ist. Und das ist dann immer so ein bisschen so ein Downer. Aber ich kann mich da ehrlicherweise nicht beschweren. Ich habe nur das Gefühl gehabt, je nachdem, wie du gerade beim Prinzen ankamst, warst du halt gerade relevant. Und wenn du dann zum Beispiel gesagt hast, dann warst du halt einfach in dem Moment nicht relevant. Also bei mir war das ganz groß. Am Anfang hatte ich mit meinem Prinzen da noch gar nicht so viel zu tun. Ich hatte auch das Gefühl, no one cared about me. Ich war da so, es tiest sich nichts an, dann ist es auch egal, dann erzählen wir die Storys nicht. Es gibt ja diese berühmten Interviews, behind the scenes, und da war ich dann fast gar nicht drin. Und gen Ende wirklich 5 Stunden Dauertakt jeden Tag in dieser Betonbude sitzen und irgendwie Interviews geben. Und ich glaube, du bist halt schon ein Stück Fleisch für die Produktion in dem Moment. Und it could go either way. Also ich muss halt auch sagen, ich hatte auch Personen, bei denen habe ich mich total wohl gefühlt, bei den Interviews. Und dann gab es andere Personen, bei denen habe ich mich auf jeden Fall eher unwohl gefühlt. Also man wurde teilweise schon, es wurde versucht, Dinge in eine gewisse Richtung zu drängen. Da musste man schon sehr stark bleiben, dass man da nicht auf diesen Zug aufspringt und sagt, ja, okay, das, was du gesagt hast, genau, ja, voll. Also das fand ich manchmal schon ein bisschen belastend. Also man hatte nicht bei allen das Gefühl, dass alles wirklich gut und ehrlich mit einem meint. Und natürlich, ich weiß nicht, wer Princess Charming geguckt hat. Ich hatte da ja auch eine kleine andere Love Story noch so ein bisschen und genau, darauf war natürlich... Das war der einzige Grund, weshalb wir es alle geguckt haben, oder? Ja,
Genau, aber deswegen waren natürlich die Interviewfragen manchmal auch ein bisschen fies. Und ich hatte schon echt permanent Angst, irgendwie was falsch zu sagen, was dann am Ende gegen mich verwendet werden kann. Also jedes Interview war auf jeden Fall schon eine krasse Anspannung für mich. Ja. Wird man dann auch so ein bisschen paranoid vor Ort? Auf jeden Fall, man wird extrem paranoid. Man denkt, mein Gott, das könnten die jetzt so und so schneiden. Ich habe das und das gesagt und das könnten die jetzt an eine ganz andere Stelle packen. Und ja, also ich muss auch sagen, ich bin zufrieden mit dem Schnitt. Auf jeden Fall, ich finde schon, dass ich so dargestellt wurde, wie ich auch bin. Also ich wurde nicht anders dargestellt, aber natürlich gewisse Aussagen wurden schon nicht mal chronologisch oder nicht ganz chronologisch ausgestrahlt. So, also genauso, dass es halt schon ein bisschen blöd hätte wirken können oder auch auf einige blöd wirkte. Ja. Am schlimmsten ist doch dieser Satz, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, so alte Schule-RealisatorInnen, die dann so vor dir sitzen, das Headset runter machen, sagen, jetzt mal kurz unter uns, jetzt sag doch mal wirklich, während die Kamera, da ist einfach ein roter Knopf, der leuchtet, like, what the fuck, girl? Und das in Aber das ist so gemein, das ist, ja, mir ist es auch passiert und ich dachte so, krass, denken die jetzt, ich bin doof oder was geht ab? Also das ist halt echt, ja. Jetzt sitzen wir ja vor allem auf der Bühne mit Leuten, die eigentlich alle in der Staffel relativ gut weggekommen sind. Das ging anderen ja auch ganz anders. Ich möchte keine Namen nennen von Menschen, die nicht auf dieser Bühne sitzen, aber hattet ihr das Gefühl, es waren Leute dabei, die ja entweder viel positiver oder vielleicht auch viel negativer repräsentiert wurden, als das, was ihr am Set erlebt habt? Also ich habe das Gefühl, dass bei jeder Staffel eigentlich alle genauso dargestellt wurden, wie sie sind, ungefähr. Natürlich, manche bekommen mehr, manche weniger Screentime. Bis auf Marco bei mir in der Staffel. Okay, bin den Namen. Aber ich werde ihn jetzt in höchsten Tönen loben, deswegen. Er wird halt meiner Meinung nach so ein bisschen arrogant dargestellt, so ein bisschen so, ja, dieser Macho, der punkten geht und so weiter und so fort. Und in Wieland ist er der liebste Mensch auf der Welt, hat ein Herz aus Gold, ist null eingebildet und ich verstehe halt nicht, wie da diese Diskrepanz entsteht von einem total lieben Menschen und dann guckst du die Sendung und erkennst die Person gar nicht mehr wieder. Es ist ja meistens auch so bei diesen Shows, dass wir so einen Typecast haben, also dass vorher schon festgelegt wird, wer welche Rolle in dieser Show erfüllen soll. Habt ihr das vor Ort auch mitbekommen oder eher dann im Schnitt? Also 100%. Ich habe nämlich so kurz so einen Zettel gesehen, den ich nicht sehen sollte mal. Und da habe ich halt gesehen, dass schon so ein paar Sätze zu mir dazu standen. Also die machen das schon so. Und ich habe das auch in den Interviews gemerkt, dass die mir bestimmte Fragen gestellt haben und versucht haben, mich in so einen Stereotypen reinzudrücken. Und wo die dann gemerkt haben, dass ich die Sätze nicht sage, habe ich natürlich weniger Interviews bekommen, weniger Screentime dann dementsprechend. Und dann bist du halt die Langweilige, die nichts sagen will, in Anführungsstrichen. Wie habt ihr es erlebt? Also ich glaube, mir war es glaube ich nur in dieser Liebesgeschichte zwischen mir und Dora, dass ich als eher diejenige, die irgendwas in der Hand hatte, dargestellt wurde, was ich natürlich irgendwie nicht so empfunden habe und das hat mich natürlich mega gestresst. So, das war so das bei mir, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich das auf jeden Fall bei allen anderen, da wurde bei uns meines Erachtens nach niemand in eine Rolle gesteckt, sondern ich finde schon, dass alle sehr gut so gezeigt worden, wie sie sich auch während des Drehs verhalten haben. Ja. Ja, die Gefahr ist natürlich immer bei sowas, dass Repräsentation hin oder her, Repräsentation nicht gleich auch gute Repräsentation, auch qualitativ hochwertige Repräsentation ist. Wir sehen das regelmäßig gerade auch in Dating-Shows, das ist vielleicht auch der Trend, die Machart, die aus den USA rübergeschwappt ist, dass gerade nicht weiße Personen oder gerade nicht weiße Frauen dann irgendwie als die Zicke gecastet werden. Wir hatten das Thema bei Germany's Next Topmodel gerade in der letzten Zeit auch nochmal. Habt ihr das im Casting-Prozess schon wahrgenommen, dass da bestimmte Rollen verteilt wurden oder war das komplett eine Schnittsache? Also mir wurden natürlich schon ein paar Fragen gestellt, so nach dem Motto, wie ich mit Streit umgehe etc. Aber ich weiß halt nicht, ob allen die Frage gestellt wurde oder nur mir explizit. Deswegen will ich da nichts sagen, was ich nicht 100% weiß. Ja. Ich muss sagen, meine Experience war halt wirklich so, schwule Männer am Set. Like, es ist wirklich schlimmer als jede Telenovela. Ich glaube, bei uns muss halt, die Leute fragen ja immer, wie viel ist gestellt. Ich sage euch, ich habe das Gefühl, ein paar von meinen Kollegen da, die haben sich Storylines aus dem Arsch gerissen, um noch irgendeine, also was vor allem nach der Show dann losging, wir hatten ja alles, wir hatten ja von, er war vergeben als
das und das war. Und deswegen glaube ich schon, dass alle, die doof gezeigt wurden, auch wirklich Scheißkühe waren. Das muss ich euch jetzt mal sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass in diesem Castingprozess dieser berühmte Zettel, von dem du geredet hast, ich habe da vielleicht auch mal so kurz mal so geillert. Und ich glaube zum Beispiel, bei mir war das so, ich glaube, ich wurde am Anfang nicht wirklich als Auserwählte für den Prinzen, Auserwählte für den Prinzen gesehen. Das heißt, es war erst nur so, den packen wir da in die Ecke, das ist gut, den haben wir da mit drin. Und dann wird der wahrscheinlich relativ schnell fliegen. Und ich glaube, dann gegen Ende waren viele auch im Team, glaube ich, überrascht, dass ich so lange geblieben bin, eingeschlossen hier. Aber deswegen glaube ich schon, dass man da in so eine Box so ein bisschen castet. Man muss aber auch sagen, first and foremost, vergesst Diversity. Was diesen Sendern am Ende wichtig ist, ist eine Quote zu haben, ist Drama zu haben und ist, dass Leute das schauen. Und wie stellst du das am besten sicher? Du castest in Rollen, damit du vielleicht weißt, was du von den Leuten wann zu erwarten hast. Und deswegen schaffen es diese Scheißkühe, die vielleicht nicht unbedingt immer super repräsentant für die Community sind, aber da rein, weil am Ende wollen die Drama. Und deswegen gibt es jetzt auch Charming Boys und ist es nicht mehr Prince Charming, weil wenn alle miteinander, gibt es noch mehr Drama. Und das wollen sie am Ende des Tages. Und das wollen wir ja irgendwo auch dran im Fernsehen. Ich weiß, dass einige von euch abends da davor sitzen und sich denken, oh Gott, ist das cringe, aber ich kann trotzdem nicht wegschauen. Und das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, Reality ausmacht. Ich glaube, wir müssen es halt nur schaffen, die Waage zu halten. Ja, das ist natürlich gerade im Dating-Fernsehen, das kommt ja immer wieder, dieser Satz, ja, es ist ja keine Aufklärungssendung. Aber man kriegt natürlich damit auch ein ganz anderes Zielpublikum, als das, was man vielleicht mit einer 45-minütigen Dokumentation auf Arte kriegen würde. Guck dich mal. Wie groß war der Aufklärungsaspekt bei euch am Set? Ich weiß, dass das völlig unterschiedlich war in den jeweiligen Sendungen. Fangen wir mal bei Uni an. Habt ihr über Themen wie Rassismus und Dating oder so, war das überhaupt ein Thema bei euch am Set? Also wir hatten schon, bevor wir am Set waren, hatten wir ein Gespräch einzeln halt mit dem Team über Rassismus. Aber da ging es eigentlich nur darum, dass wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir uns rassistisch angegriffen fühlen, dass wir uns dem öffnen können. Aber ansonsten wurde das Thema nur gesprochen. Also auch untereinander am Set? Also unter den Kandidaten sowieso nicht. Da war es dann noch etwas anders in den queeren Stoffen. Also ich muss schon sagen, dass wir, also es wurde halt nicht ausgestrahlt, aber wir hatten schon einige politische Gespräche auf jeden Fall. Und also ich kann halt nur für mich sagen, ich hatte richtig, richtig gute Gespräche hinter den Kameras, die halt nicht gezeigt wurden, weil es, glaube ich, halt einfach nicht interessant war. Also nicht interessant genug, um es auszustrahlen. So. Nicht interessant genug oder vielleicht auch zu kontrovers? Wahrscheinlich auch ein bisschen zu kontrovers, ja. Was mich jetzt mal interessiert, ich meine, wir haben hinter der Bühne schon mal kurz drüber gesprochen, dass es ja da auch innerhalb der einzelnen Communities ganz unterschiedliche Gewichtungen gibt. Haben diese Gespräche bei euch auch in dem Rahmen stattgefunden oder habt ihr zwei Wochen Party gemacht? Bei mir war es ganz anders. Also das muss ich auch ehrlich sagen. Eigentlich ist es total toxisch, dass ich das jetzt sage. Ich sage es aber ehrlicherweise halber. Ihr seid ja alle für den Tee hier, oder? Ihr wollt doch den Tee. Ich habe vorher von Prince Charming zumindest als Aufklärungssendung gar nichts gehalten. Ich habe gedacht, ehrlicherweise, ich gehe da rein, wenn ich Glück habe, komme ich bis zur 5. Folge, krieg 5000 Follower dazu und mir schreiben vielleicht 2-3 Homosexuelle, die sagen, hey, ich finde dich ganz lecker. Ich habe vor der Sendung 10 Kilo abgenommen, weil ich dachte, hierauf, da, du musst die ganze Zeit in Speedos dort stehen, so habe ich die Sendung gesehen. Und dann bin ich da rein, habe einfach normale Gespräche geführt und war der Meinung auch, dass die jetzt nicht unbedingt aufklärerisch waren. Das waren einfach Sachen, die mich in meinem Dasein beschäftigen oder in meiner Arbeit vorher. Und ich hatte das Gefühl, uns kam zugute, dass kurz vorher die erste Staffel Princess Charming ausgestrahlt wurde und einfach alle gemerkt haben, oh, Infotainment klappt. Wenn du so ein bisschen aufklärst, das interessiert die Leute doch, das ist mega durch die Decke gegangen. Und sie haben wirklich, ich war 2 Wochen dort, jeden Moment, in dem ich mal so ein bisschen versucht habe, also zum Beispiel, wir hatten so dieses Riesenthema dann danach, wie queer bist du eigentlich? Und das war dann so eine whole discussion, das war so ein 5-Minuten-Gespräch. Also ich hatte das Gefühl, dass vor Ort sehr viel Pipi-Kaka-Humor war und dann aber ich ausgestrahlt wurde, immer wieder. Ich hatte, glaube ich, 5 solche Momente mit so aufklägerischen Diskussionen, die aber in Gewichtung von 2 Wochen halt eigentlich super wenig waren, meiner Meinung nach. Ich fand es trotzdem toll und wichtig, dass die drin waren. Also bei euch war es genau unterschiedlich. Das heißt, bei euch wurde da dann auf Krampf irgendwie noch versucht. Also zumindest bei mir, wirklich jeder Moment, Analsex, keine Ahnung, ich hatte jeden Moment irgendwie mit drin. Das war wirklich interessant.
Wer nachher das Gespräch über Analsex noch mit Robin führt, na egal. Wir haben jetzt ganz viel über die Repräsentation im Cast gesprochen. Habt ihr das Gefühl, es hat sich seitdem was verändert, so gesamtgesellschaftlich? Werdet ihr anders wahrgenommen? Habt ihr das Gefühl, es kommt? Wir haben gerade ja schon gesagt, es haben sich viele auch Heteropersonen angeguckt. Deine Kritik ist auf jeden Fall auch in der weißen Community irgendwie angekommen, also in der weißen Dating-Show-Blase. Habt ihr das Gefühl, es hat sich dadurch schon was verändert in der Wahrnehmung? Also ich finde, ehrlich gesagt, gefühlt hat sich jetzt nicht viel dadurch verändert, aber ich glaube, das ist einfach so eine subjektive Wahrnehmung von mir, weil es sind ja immer nur Minischritte, die man geht, und wenn man dann über einen längeren Zeitraum schaut, dann ist ganz viel passiert. Deswegen für mich persönlich fühlt es sich nicht nach viel an, aber es ist natürlich wichtig. Ich glaube, für mich persönlich hat sich wahnsinnig viel verändert. So wie ich damit umgehe, lesbisch zu sein, wie ich mich damit fühle, wie ich auf Leute zugehe. Und ja, also mein Selbstbewusstsein hat sich dadurch auf jeden Fall positiv verändert, also in Bezug auf queer sein. Ja, also für mich persönlich, ja, ist halt die Frage, ne, wo ist ein Anstoß? Ich glaube, was es gut bringt, ist die nächste Generation Queers so ein bisschen zu zeigen, hey, weil zum Beispiel, als ich 12, 13 war, was gab es da? Da gab es vielleicht von Troye Sivan auf YouTube irgendwie eine Coming-out-Story, das war damals groß so. Und dass wir solche Shows jetzt auf alle Fälle haben. Sonst, glaube ich, ist da noch sehr, sehr viel zu tun und weiß ich nicht, ob die Formate dafür die richtigen sind. Wo ich mir ein bisschen selber auf die Schulter klopfe, ist, dass als ich dahin kam zu Prince Charming, gab es ja immer diese berühmten Krawatten. Und da wurde immer davon ausgegangen, in der Gentleman's Night, jeder Mann hat gefälligst einen Anzug zu tragen. Und ich habe ja nicht ein Outfit gewählt, wozu eine Krawatte gepasst hätte. Und dann jetzt in der vierten Staffel habe ich gesehen, dass alle, they went crazy. Und das fand ich irgendwie schön. Ich weiß, das ist so eine Kleinigkeit, aber auch einfach, dass Leute sehen, hey, ein Mann kann auch mal einen Rock tragen, and it's fine, like, chill out. Und das fand ich irgendwie, das finde ich so als kleinen Anstoß mal schön, weil ich glaube, Konfrontationstherapie ist super. Setz es den Leuten einfach vor, irgendwann gewöhnen sie sich dran. Es ist einfach so. Es ist mit ganz vielen anderen Sachen auch so. Und ich glaube, deswegen brauchen wir mehr davon, so oder so. Bei Princess Charming wurden dann die Anzüge getragen, die es bei euch nicht gab. Stimmt, aber auch geil. Ja. Ich meine, es ist ja auch gerade eine Situation, in der wir aktuell sind, sowohl rund um die queere Community als auch um die BIPOC-Community, dass marginalisierte Gruppen gerade wieder viel mehr angegriffen werden. Das heißt, Dating-Shows generell, das Fernsehen, Medien, die wir konsumieren, müssen gerade in irgendeiner Form aufklären. Ich frage mal andersrum, wenn ihr jetzt eure optimale, ideale Dating-Show und ihr habt Free Reign, ihr dürft machen, was ihr wollt, designen dürftet, wie würde die aussehen? Was würdet ihr anders machen? 3, 2 Also ich finde auf jeden Fall gerade das neue Format, quasi Charming Boys, gar nicht mal so schlecht. Also ich finde es schön, dass man nicht eine Person vorgesetzt bekommt und die müssen dann alle toll finden, weil was dann natürlich passiert, egal ob du die Person ansprechend findest oder nicht, du stellst sie auf ein Podest und du hast auf jeden Fall das Gefühl, oh Gott, ich muss die Person jetzt aber toll finden, weil ich bin jetzt ja hier und ich bin ja eigentlich für diese Person hier und ich finde, das nimmt einfach schon mal großen Druck. So, das wäre auf jeden Fall so ein Punkt, den ich verändern würde. Ja. Ich finde Dating als Wettbewerb so ein bisschen verkehrt. Also ich sag bin ehrlich, ich bin nicht mehr so der größte Fan von Dating-Shows, aber ich bin momentan obsessed mit den Real Housewives. Und da ist doch die Sache, das Geile an diesen Formaten ist doch, dass man trotzdem sein Entertainment bekommt, aber es fliegt halt keiner raus. Also ich glaube, in dem Charming Boys-Format fliegen jetzt trotzdem Leute raus, soweit ich weiß. Und was ich machen würde, du nimmst einen fixen Cast und die müssen die ganze Zeit miteinander, ich glaube, die Heten machen da schon so, ich bin da nicht so drin, aber die Heten machen da so ein paar Formate, sowas in die Richtung. Aber auf alle Fälle, Dating nicht als Wettbewerb, sondern du nimmst einen guten Cast, lässt die irgendwas durchlaufen. Okay, wir brauchen das Entertainment, aber es fliegt keiner raus bis zum Ende. Das finde ich spannend. Und dann gibt es irgendwie in der letzten die große Aussprache oder irgendwie sowas. Aussprache, Schlägerei. Ja, das gehört dazu. Es werden sich immer Leute ärgern. Ja, genau. Deine optimale Dating-Show. Also ich bin erstmal ganz ehrlich, ich finde es generell schwierig, so eine Dating-Show zu machen und dann alles gut und richtig zu machen. Deswegen, ich habe schon Respekt an diese ganzen Casting- und Produktionsfirmen. Aber was ich erstmal grundsätzlich anders machen würde, ich würde einfach das Casting-Team viel diverser machen. Weil ich glaube, wenn man das ändert, dann ändert sich schon sehr, sehr, sehr viel. Allein der Blickwinkel, den die Person dann mitbringt, das
würde schon sehr, sehr viel ändern. Mhm. Würdet ihr die KandidatInnen auch in irgendeiner Form anders behandeln, als ihr vielleicht am Set behandelt worden wurdet? Also was ich auf jeden Fall extrem wichtig gefunden hätte, wäre vor Ort eine Person gehabt zu haben, also eine Psychologin, ein Psychologe, das hätte ich extrem hilfreich gefunden, dass ich gewusst hätte, okay, da ist jetzt eine Person und wenn ich es wirklich nicht mehr aushalte und wenn ich dem Druck quasi nicht mehr standhalten kann, dann kann ich zu wem gehen. Und die Person hatte ich halt nicht. So. Und ich hätte sie bestimmt auch mal gebrauchen können. Ja, und ich, also vor allem so gegen Ende dieser Formate, wenn sich das so ausdünnt, dann bist du ja so Hauptgeschehen. Das heißt, alle wollen was von dir. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass man da so ein bisschen mehr chillt. Ich weiß jetzt da, wenn so ein Prinz oder eine Prinzessin an die Spitze sitzt oder ein Bachelor oder whatever, dann die wollen ja am Ende diese Liebesstory verkaufen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob man das bei mir gemerkt hat, ich weiß nicht, wer es von euch geschaut hat, aber ich war am Ende unglaublich uncomfortable und dann im Finale zu sitzen bei einem Typ, den ich dreimal getroffen habe, 3 Stunden insgesamt geredet habe und ihm dann einen Liebesbrief schreiben zu, also like what the fuck. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da so ein bisschen nicht so ganz dann drauf geht. Also ich habe solche Sprüche gehört wie, Robin, du musst es jetzt aber ernst meinen. Der sucht hier seine große Liebe und wenn du jetzt nicht, dann musst du jetzt gehen und solche Sachen. Und es war halt einfach so ein bisschen so pushy und ich glaube noch, ich bin eine taffe Alte. Ich kann mit viel umgehen, aber ich weiß, dass es halt auch Leute gibt, gerade in so einer Situation, es ist 36 Grad, du wirst den ganzen Tag gefilmt, dass man da ein bisschen behutsamer, also vielleicht das, was du sagst, eine psychologische Fachkraft da an Ort zu haben, das ist wirklich nicht verkehrt, weil es ist krass für die Nerven, was da passiert. Ja, nach 3 Stunden einer Person Liebesbrief schreiben, ganz normal in der Lesbian Culture, oder? Ja. Und dann zusammenziehen. Oh. Ja, deswegen funktioniert Princess Charming so gut, weil wir uns tatsächlich nach 2 Wochen sagen, dass wir einander lieben. Was hättet ihr euch denn für euch gewünscht, was vielleicht am Set anders gelaufen wäre? Also ich meine, ich weiß nicht, wer mein Video dazu gesehen hat, es ist ja einiges am Set schiefgegangen. Es gab vielleicht auch einige Sachen, die einfach unangenehm waren. Was war so ein unangenehmer Punkt, den ihr euch anders gewünscht hättet? Was können die Shows in Zukunft besser machen? Weil es geht ja nicht nur darum, die diversen KandidatInnen im Fernsehen gut zu zeigen, es geht ja auch darum, euch am Set gut zu behandeln. Also ich glaube, dass auf manche Maßnahmen hätte verzichtet werden können, wie zum Beispiel die Abnahme von Uhren im ganzen Haus. Also ich weiß, dass viele Leute damit keinen Stress haben, nicht zu wissen, wie spät es ist, aber ich in meinem Job und mit meinem Naturell brauche einfach immer die Kontrolle und die kann ich halt manchmal über Zeit bekommen und nicht zu wissen, wie spät es ist, war für mich eine wahnsinnig krasse Belastung. Ja. Ich wusste nicht, wann gehen wir ins Bett, wann werden wir wieder geweckt. Also ich habe irgendwann mal eine Uhr gefunden, also die war am Herd gefunden. Und dann habe ich das, ich meinte ja ganz leise zu Charlotte, guck mal, da ist eine Uhr. Und Charlotte, oh cool, hier ist eine Uhr. Und ich so, oh scheiße. Ja, und dann war die Uhr natürlich 2 Stunden später aus. Das war halt schade, aber... Und eine Kandidatin hatte ja auch noch eine Uhr dabei. Stimmt, auch noch eine Uhr, aber die wurde, glaube ich, auch abgenommen. Also das ist so ein Punkt. Also muss das wirklich sein? Ja. Und Zeit war ja sowieso ein ziemlich großer Faktor, um künstlich Spannung zu schaffen, ne? Also allgemein, das sind ja so sneaky Sachen. Das sind ja wirklich total sneaky Sachen, ne? Also das mit den Uhren, das kenne ich auch. Wir haben auch eine gefunden, aber da waren alle so clever, die Klappe zu halten. Ja, das muss nicht sein. Ich weiß nicht, Schöne Grüße an RTL an dieser Stelle. Ihr habt alle gedreht, da war Corona schon halbwegs vorbei, oder? Weil wir mussten noch, also ich war 8 Tage in Quarantäne vorher, ohne Handy, ohne alles und du durftest mit keinem reden. Und das war schon Psycho, wenn du rein... Und ich mag einfach so diese sneaky Sachen. Das macht dich so ein bisschen kaputt. Ich glaube, da merkst du ja, dass die schon so ein bisschen Psyche kaputt machen wollen, schon in dem Moment. Und ich denke, das muss nicht sein. Nee, also die Quarantänesituation war das Schlimmste, glaube ich, was ich also mit durchmachen musste. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen albern an, aber ich war auch 7 volle Tage in Quarantäne ohne Handy. Ich hatte einen Gameboy dabei. Mein Fernseher funktionierte nicht vernünftig und die 3 Damen, die sich abwechselnd uns das Essen brachten, waren genau für 10 Sekunden da und ich dachte mal so, bleib ganz kurz hier und sprich mit mir, bitte. Also es war wirklich, das fand ich auf jeden Fall auch mega belastend. Das heißt, ihr seid schon in die Villa gekommen und hattet sowieso schon ziemlich dünne Geduldsfäden. Das haben die nämlich bei uns auch gemacht. Also wir hatten tatsächlich auch eine Quarantänezeit, ich glaube, das war auch 1,5 Wochen ungefähr. Und das Problem war, also wir hatten kein Handy, nichts zu machen. Und das Einzige, wenn du den Fernseher dann einschaltest, alles auf Spanisch, du verstehst gar nichts. Und wartest eigentlich immer nur darauf, dass du das nächste Essen bekommst. Das war immer Highlight des Tages. Und ansonsten konntest du nur Sport machen und da liegen im Hotelzimmer.
Also meldet euch bei Dating-Shows an, danach sprecht ihr fließend die Landessprache, je nachdem, wo es gefilmt wird. Es wurden ja sowieso ziemlich künstlich dann auch Spannungen erzeugt. Mögt ihr da mal, ich werfe das mal in den Raum, bevor ich nach was Konkretem frage. Was waren so Situationen, in denen ihr das erlebt habt? Zum Beispiel vor einem Date, vor einer Challenge, vor, wie hieß es, Workshops bei euch, glaube ich, ne? Workshop. Na, ich finde, du hast halt immer gemerkt, wenn jemand, also es wurde nicht bei uns, wurde, das muss ich wirklich sagen, diese Dramen waren, glaube ich, schon von den Personen ausgehend gemacht, aber du hast gemerkt, wenn jemandem was so ins Ohr geflüstert wurde. Wir hatten zum Beispiel diese eine Sache, da gab es irgendwie so ein Date und dann haben sich da zwei gestritten und dann war der Prinz so, ich meine, wir sind alle erwachsen, der war so, ihr habt euch so daneben benommen, ihr müsst jetzt alle nach Hause und der Einzige, der nicht mitkommen durfte, den nehme ich jetzt zum Übernachtungsdate mit. Und das war dann so künstlich so hochgepusht, wo alle so waren so, Girl, ich weiß, dass du halt, you don't give two shits about it at this moment. Und deswegen, das fand ich dann immer so, das war dann so fast kindlich, weil ich meine, der Prinz war irgendwie über 30, als ob denen das kratzt, wenn sich da zweimal kurz so ein bisschen in den Haaren liegen. Aber scheinbar brauchten sie das für die Bilder. Also bei uns war es so, also Tour to Handle ist ja generell so ein Format, wo relativ wenig Drama ist. Also man hat es auch vor Ort gemerkt, wir hatten tatsächlich einen riesigen Streit, wo wir uns wirklich ernsthaft gestritten haben. Das war auch das erste Mal, also als Gruppe. Und da war es dann so, dass es so krass war, dass sogar das Produktionsteam gesagt hat, okay Leute, wir sind hier bei Tour to Handle, wir können uns jetzt nicht so streiten wie bei, keine Ahnung, Ex on the Beach oder so. Hier geht es nicht um Drama und das wird da tatsächlich unterbunden, interessanterweise. Okay. Wie habt ihr denn diese Spannungssituation überhaupt erlebt? Also ich meine, ihr werdet da jetzt reingeworfen und sagt so, hier ist entweder eine Person oder hier sind ein paar Personen, die ihr jetzt ganz toll zu finden habt. Kann man überhaupt unter solchen Bedingungen daten? Außer man macht das innerhalb der Villa? Also ich fand die Dating-Situation schon immer ein bisschen unangenehm. Also du bist halt zu zweit und dann sollst du dich in eine Schaukel reinlegen und es ist halt völlig absurd. Es ist halt mega absurd, weil es stehen 5, 6 Leute um dich rum, die Kamera wird irgendwie so auf dich raufgehalten und dann sollst du irgendwie knutschen. Also es ist einfach natürlich schwierig. Es hat was von den Barbie-Puppen, die man so als Kind hat. Ein bisschen, ja. Also es, ja, wahrscheinlich hat mir der Liter Wein dann geholfen. Also es ist halt schlimm, aber es, in dem Moment war es irgendwie, ehrlich gesagt, so. Also diese Einzeldate-Situationen waren halt, finde ich, sehr, sehr schwierig. Und bei den Gruppendates war es denn wieder mehr okay. Aber Einzeldates fand ich schon krass. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Horror. Also ich habe mich am Ende mehr gefühlt wie ein Schauspieler. Ich habe gedacht, irgendwann kriege ich nächstes Jahr die goldene Himbeere für das Schmieren. Naja, weil es gibt dann so gesettete Sachen und dann ist ja auch so, du brauchst den Aufgang, du brauchst den Abgang und dann hast du kurz so diese 10 Minuten, wo sie dich dann schon dein normales Gespräch führen lassen. Aber dieser ganze Rahmen ist schon so. Aber du denkst auch währenddessen, okay, jetzt führe ich gerade mein Gespräch, aber jetzt soll ich auch eigentlich, also das ist jetzt auch eigentlich zu langweilig über das, was genau, man genau, eigentlich redet. Brauchen sie einen Kuss. Eigentlich knutschen. Ja. Ja. Also doch, ja, Schmierentheater schon. Eigentlich ja Polyamorie die Lösung des Problems. Probably. Was würdet ihr denn sagen, so prozentual, wie viel von dem, was wir dann am Ende gesehen haben, was ausgestrahlt wurde, war echt? Also was ist wirklich so passiert, was wurde zusammengeschnitten? Also ich kann schon sagen, dass alles echt war. Also definitiv. Mhm. Es wurde nichts inszeniert in dem Sinne. Aber natürlich wurden manche Situationen auf eine Art leicht erzwungen. So. Also dass man sich dann irgendwo hingesetzt hat, das wirkte dann schon so, als wenn es so geplant war quasi. Mhm. Aber es war jetzt nicht krass geskriptet. Oder es war nicht geskriptet. Kann man denn noch Dating-Gespräche haben, wenn die Kamera im Gesicht steht? Mir war es ehrlich gesagt irgendwann auch ein bisschen egal. Ich war so, okay, ich bin jetzt hier. Ja, also das, was viele Kandidatinnen mir gegenüber auch gesagt haben, ist, du vergisst die Kameras irgendwann. Das finde ich so ein Bullshit. Ich wollte es gerade fragen. Ich finde, das ist der größte Quatsch. Du vergisst die Kameras nie. Ich konnte die ersten Nächte nicht schlafen, weil die ganze Zeit was drauf war. Ich finde, es ist dir irgendwann, bist du so durch, genau. Dir ist es egal. Aber du vergisst sie nie. Also du entscheidest dich dann, sie zu ignorieren? Ja. Du sagst irgendwann so, weißt du, was ist mir scheißegal. Scheiß drauf, ja. Wenn du auf Toilette sitzt, irgendwann habe ich auch nur so gemacht. Yeah. Schlimmstes. Ist mir scheißegal, guck doch. Wie war das bei dir? Hast du die Kameras irgendwann vergessen oder war es dir egal? Ich habe schon, also es war so eine Mischung aus beiden. Also klar,
mir war es egal, aber ich habe sie auch wirklich vergessen, weil irgendwann hast du dann deine Bezugsperson, dann hast du halt Gespräche mit denen und dann denkst du so, oh, Kacke, das darf ich ja gar nicht sagen. Oh, ich habe gerade über die Person gelästert, wenn das ausgestrahlt wird, dann gibt es, keine Ahnung, Beef oder so. Deswegen, also ich habe es schon wirklich teilweise vergessen, dass es die Kameras gibt und auch so diese realen Gespräche, wo wirklich Connections zwischen anderen, also zwischen mir und anderen Personen entstanden sind, das war dann wirklich eher nachts, wenn die kleinen Kameras nur an waren und dann vergisst man die auch wirklich, wenn man so in diesem intimen Gespräch drin ist, dass man gar nicht weiß, dass man gefilmt wird, sozusagen. Mm. Ein Thema, was ich noch anschneiden möchte, was nicht, wahrscheinlich jetzt vielen auch gerade unter den Nägeln brennt zum Thema Dating-Show, ist so das Thema Konsens am Set. Wurde das bei euch diskutiert? War das Thema vor Ort oder wurde das erst im Nachhinein dann relevant? Also bei uns war das Null-Thema, weil ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine ganz unangenehme Szene von mir, wo ich halt mit einem Kandidaten Sport gemacht habe und wir uns halt schon sehr nahe gekommen sind und mir war das halt zum Beispiel extrem unangenehm. Aber ich habe mich dann auch nicht getraut, etwas zu sagen in der Situation, weil irgendwie hat man so das Gefühl, okay, das Produktionsteam erwartet jetzt irgendwas und ich kann jetzt nicht sagen so, nee, halt mal Abstand, weil wir müssen ja jetzt flirten und wir müssen uns ja jetzt daten. Und deswegen hätte ich es halt schon gut gefunden, wenn wir vorher über sowas gesprochen hätten. Mhm. Findet das überhaupt statt so bei euch am Set? Was genau? Diskussionen rund um Grenzen, Konsens etc.? Also ehrlich gesagt nicht. Es ist schon erschreckend jetzt, wo ich drüber nachdenke, aber ehrlich gesagt nicht. Nee. Da müssten dann wahrscheinlich die Produktionen auch einfach nochmal besser werden, da mehr Awareness schaffen. Das ist so ein Ding. Das ist, ich denke gerade drüber nach, weil bei uns war es auch gar nicht Thema. Ich hoffe, dass sich das durch so Negativbeispiele, wie wir es jetzt erlebt haben, auch in den Charmings Universe, hoffentlich verändert. Ich muss sagen, das für mich gehört dazu aber auch noch ein bisschen mehr dazu, als dieses reine, oh, wir haben jetzt vor der Kamera gesehen, da hat jemand die andere Person angefasst, ohne dass sie es wollte, sondern auch so ein bisschen, was du gerade sagst, die Produktion mit eingespannt. Weil für mich war das, wo ich mich eigentlich am unwohlsten gefühlt habe, das Ende, weil ich hatte in der Produktion ein, zwei Leute, mit denen ich sehr gut war und die arbeiten ja auch nur. Die sind dann, glaube ich, vorher schon weggeflogen. Das heißt, ich war am Ende wirklich nur noch mit Leuten, mit denen ich nicht so koscher war an diesem Set. Und für mich war das dann halt wirklich so, es war das Finale. Ich habe das über die Bühne gebracht, habe mich dann ehrlicherweise fast so ein bisschen benutzt gefühlt, weil für mich war es so, ich bin rausgegangen, da hat die Produktion nochmal gesagt, danke, tolle Staffel, habe mich in den Van gesetzt, habe mich an den Arsch der Welt in dieses Host, was weiß ich, was das immer war, wo ich da war, hingebracht, haben mir mein Handy wiedergegeben, Koffer wiedergegeben, haben gesagt, hier in 3 Stunden, mitten in der Nacht, möchte ich sagen, ne? Also es war so 23 Uhr, in 3 Stunden kommt dein Taxifahrer, der fährt dich zum Flughafen und dann tschüss. Und dann kam da wirklich jemand, der weder Englisch noch Deutsch konnte. Ich wusste nicht mal, ob das Taxi bezahlt ist und dann war ich am Flughafen, man hatte mir auch vergessen, meinen zweiten Koffer dazu zu buchen und den sollte ich selber buchen. Ich hatte zu der Zeit aber noch keine Kreditkarte, also es war Drama und ich hatte das Gefühl, es war einfach so, friss und stirb. Und das war für mich ehrlicherweise, das klingt jetzt so doof, aber das war für mich das Übergriffigste oder das Unangenehmste, was mir in dieser Zeit passiert ist, weil mich das einfach sehr an meine Grenzen gebracht hat und ich mich einfach gefühlt habe in dem Moment wie ein benutztes Taschentuch. Das muss man halt schon sagen. Ne? So, ich habe euch gegeben, was ihr wollt, und jetzt ist egal. Und dann habe ich auch erst 3 Monate später das nächste Mal von der Produktion gehört. Ne? Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei uns gab es ja diese berühmte Szene an dem einen Abend. Ich frage mal eben nach vorne, wissen alle, was gemeint ist? Sehr gut, dann muss ich es nicht nochmal wiederholen. Und das war natürlich dann ein großes Thema. Und es gab auch große Diskussionen im Haus darüber, die natürlich auch so nicht ausgestrahlt wurden. Also was heißt natürlich, aber sie wurden so nicht ausgestrahlt. Ich hatte auf jeden Fall auch eine Zickerei dann mit einer anderen Person über dieses Thema und hinter den Kameras wurde darüber gesprochen, danach wurde viel darüber gesprochen, aber ja, genau. Es gab, die Princess hat ohne Einverständnis eine Kandidatin auf den Mund geküsst, die aber das auf jeden Fall nicht wollte. So. Auch vorher kommuniziert und vorher hat, dass sie es nicht möchte. Genau, ja. Okay. Ja, es ist ja sowieso Konsens, glaube ich, in der lesbischen oder in der weiblich gelesenen queeren Community nochmal ein ganz anderes Thema, weil wir es ganz anders erleben. Bevor wir gleich die Runde öffnen, würde ich es nochmal ein bisschen auflockern. Ich weiß, manche von euch würden es vielleicht eher nicht nochmal machen, aber wenn ihr euch jetzt eine Dating-Show aussuchen müsstet, irgendeine, in welche würdet ihr gehen?
Ich würde, also wenn ich das nochmal machen würde, was ich aber nicht möchte, würde ich nochmal zu Princess Charming gehen. Okay. Auf jeden Fall. Aber mache ich nicht. Boah, ich kenne zu wenige. Das klingt jetzt so lustig, aber ich kenne zu wenige. Ich bin ja auch nun schon längere Zeit glücklich, aber wenn ich jetzt Single wäre, ich glaube, ich würde ehrlicherweise mich in so ein Hetero-Format reinkasten lassen und dann vorher aber so tun und nichts sagen und dann komme ich da hin und mach einfach nur Theater und dann können die mich nicht mehr rausschreiben, weil es zu entertaining ist. So irgendwas Schrabbeliges. Was gibt's? Was hast du vorhin gesagt? Ex on the Beach? Ja. Da geht's um Drama. Ex on the Beach it is. Es wird aber sehr schwierig, dich in einem Hetero-Format als Ex on the Beach zu casten. Ach so, da muss man schon vorher, oder was? Da kommen nee. Ja, das, ich habe auch erst 2 Folgen oder so davon gesehen, aber es kommen ja dann irgendwie deine Exes da mit rein. Wir casten wen? Wir beiden zusammen. Ja. Wir können gehen, obwohl, nein, ich bin ja auch jetzt glücklich vorgegeben, aber... Sonst, ja, wir finden da was, ja. Die checken das eh nicht. Wie sieht's bei dir aus? Also ich würde halt, wie gesagt, nur englische Formate machen, wenn. Also ich finde zum Beispiel Perfect Match ganz interessant, weil es da auch so ein bisschen um Strategie geht und natürlich auch um Dating. Und ja, ich finde es einfach spannender, mit Leuten aus Amerika oder aus England zu flirten, weil die flirten ein bisschen anders als hier. Ja. Ich glaube, ich fände auch so ein einfach queeres, polyamores Love Island. So, das würde ich da... Ich gucke nicht so viel Trash-TV tatsächlich, entgegen dessen, was ich so öffentlich dazu kommentiere. Aber das würde ich mir angucken. Das würde ich auch gucken. Ja. Oder polyamore Dating-Shows, das fehlt, oder? Aber ich mag eigentlich dieses Weiterspinnen von Formaten ganz gut. Ich finde jetzt Charming Boys nicht so die optimale Lösung davon, aber guckt jemand von euch RuPaul's Drag Race? Okay, das sind ja echt wenig. Aber auf alle Fälle so dieses Weiterspinnen so von Formaten, dass dann auch die Leute, die schon mal im Format waren, zum Beispiel mein Traum wäre gewesen, Charming Boys oder Prince Charming oder Princess Charming das Wiedersehen zu moderieren. Das wäre mein Traum gewesen, dass man sich solche Leute, die eigenen, dann hinsetzt. Lola Weipert macht's gut, aber die kann auch nicht jede TV-Show moderieren jetzt, die irgendwie Reality-TV ist. Ja, man merkt natürlich auch immer, dass es so ein bisschen verloren ist, wenn es, also auch als es dann um Lesbian-Culture ging, irgendwie, wenn du halt eine Hetero-Moderatorin da hinsetzt. Hätte ich auch lieber dich gehabt. Oh. RTL, kein meldet Hate euch an Lola jetzt an dieser Stelle. Okay, wir würden das Ganze jetzt mal an euch öffnen. Genau, Maria kommt da schon mit unserem Mikrofonwürfel. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns gerne. Ich werfe, okay? Kannst du aufstehen? Komm, wir versuchen das. Ich habe so selten geworfen und ich probiere das jetzt. Und sonst müssen die anderen helfen, okay? Are you ready? Let's go. Maria, guck, du musst mal, davon Leute, ausgehen, dass die... Das war Hammer. Einfach Applaus direkt dafür, super. Hallo, danke für den Talk. Ihr habt ja über dieses Aufklärungsthema gerade eben auch gesprochen und mich würde interessieren, wie wichtig ist euch das selber, dass auch aufgeklärt wird, jetzt zum Beispiel über queere Communities, weil im Prinzip, wenn wir hetero-Dating-Shows haben, dann sprechen wir auch nicht darüber, was bedeutet das, hetero zu sein, und ist das dann nicht eigentlich nicht normal oder erzwungen sozusagen, dann immer aufzuklären. Was ist euch da als Community lieber? Darf ich da direkt was zu sagen? Ich habe diesen Spruch schon 100-mal gebracht und ich langweile mich selber, das zu sagen. Ich finde es aber trotzdem wichtig für alle Personen, die heute hier hetero sind und im Publikum sitzen. First of all, die ganze Welt ist hetero. Ich habe mir mein Leben lang, jedes Märchen, was ich mir angeguckt habe, ist eine hetero-Love-Story. Das Patriarchat ist heterosexuell und deswegen, es gibt jetzt zum Pride Monat auch immer Leute, die sagen, ja, ist ja okay, dass du schwul bist, ist okay, dass du lesbisch bist, ist okay, dass du trans bist, aber warum braucht er denn jetzt einen Monat und warum muss jetzt überall der Regenbogen sein? Für uns ist halt diese Identifizierung super wichtig, weil wir haben das nicht. Ihr habt, also die meisten Heteros, alles, die ganze Welt ist heterosexuell und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, es ist halt auch wirklich so. Und deswegen glaube ich, dass gerade solche Themen, das anzusprechen, super, super wichtig ist, weil mir reicht ehrlicherweise schon, wenn Helga, 54, Mutter von 3 Kindern, mir dann bei Instagram schreibt, hey lieber Robin, ich habe ja eigentlich immer nicht so viel von schwulen Männern gehalten, weil ich finde, jeder soll ja mit jedem, aber die sind immer so extra. Aber dich finde ich super sympathisch, weil das hilft mir schon, weil wenn Helga das nächste Mal so einen ADHS-Hasen wie mich trifft, dann ist sie so, weißt du, ich kenne ja den aus dem Fernsehen und der ist ja super nett und deswegen finde ich es okay und deswegen glaube ich, dass solche einfachen Sachen super, super wichtig sind. Ja, man muss...
man muss natürlich auch immer bedenken, dass gerade explizit zum Beispiel explizit queere Dating-Shows oder in den USA gibt es ja auch explizite BIPOC-Dating-Shows, dass das ein Fenster öffnet in eine Welt, die eben nicht die Mehrheitsgesellschaft ist, die nicht die weiße, cis-heteronormative Mehrheitsgesellschaft ist. Das heißt, sobald du eine Dating-Show ins Fernsehen bringst, die nur für queere Menschen, nur für BIPOC oder in der auch dann Transpersonen repräsentiert sind, ist dann, öffnest du damit ein Fenster in diese jeweilige Welt und das ist automatisch Repräsentation. Du musst dann eben nur entscheiden, ob es gute oder schlechte Repräsentation ist. Die nächste Frage kommt von hier vorne. Hallo, hört man mich? Ja, okay. Ich weiß nicht genau, ob ihr das schon besprochen habt. Ich war nicht von Anfang an dabei, aber was mich sehr brennend interessiert ist, wie sieht das mit einer Vergütung aus? Bekommt ihr das vergütet? Und was ich mich auch gefragt habe, ist, wenn man so eine super unsympathische Rolle einnimmt, die dann vielleicht auch so mit Hate assoziiert wird, bekommt man dann mehr Geld? Oder also wie läuft das ab? I wish. Ich habe gerade kurz Verhütung verstanden. Auch Vergütung. Ja, man bekommt tatsächlich eine Vergütung, aber das ist halt eher so eine Aufwandsentschädigung, ganz genau. Und nein, man bekommt nicht mehr Geld. Unabhängig von Rolle bekommt man hoffentlich das gleiche Geld, außer wahrscheinlich der Prinz, die Princess, die Bachelorette, der Bachelor bekommen halt wahrscheinlich mehr Geld. Das denke ich, aber du kriegst auch so einen Tagessatz. Umso länger du drin bleibst, desto besser wirst du quasi bezahlt. Aber von einer guten Bezahlung können wir nicht sprechen. Ich kann auf jeden Fall aus dem Nähkästchen plaudern, dass die erste Staffel Princess Charming die Leute weniger Geld bekommen haben als die erste Staffel Prince Charming. Da gab es teilweise weniger. Verdammt nochmal, Nicolas Puschmann. Ich wusste, der hat Knete. Die nächste Frage von hier. Hallo, grüß euch. Ich habe das vorhin sehr toll gefunden. Ihr habt einen Punkt angesprochen bezüglich hinter der Kamera, wie es aussieht. Quasi nur weiße Menschen und das überträgt sich ja auch in viele andere Industrien. Auch zum Beispiel in den letzten Tagen habe ich das mehrmals auch gehört, aber ich weiß es natürlich auch, in Redaktionen ist es immer weiß, auch in wirklich linken Bereichen, jetzt nicht nur unbedingt rechts. Und deswegen fand ich es toll, dass das gerade so ein bisschen aufgegriffen wurde. Dann meine Frage an euch, wie kann sich das grundsätzlich verbessern? Weil diese Produktionsfirmen, die wissen das ja. Und dadurch, dass ihr jetzt darüber sprecht, ist es ja auch eine gute Sache, auch für Redaktionshäusern, sage ich mal. Aber wie könnte man, wenn ihr jetzt kreativ überlegen müsstet, diese Orte ein bisschen bunter machen, auch Platz schaffen für POCs und auch für mehr diverse Menschen? Würde das mal als Person, die in der Redaktion arbeitet, mal beantworten. Also ich meine, erstens, Wissen reicht nicht, es braucht schon auch ein Wollen. Das Wollen liegt natürlich meistens bei alten weißen Männern, die in den Chefsesseln sitzen. Das Wollen schafft man aber meistens durch ein Verständnis. Ich glaube, es ist ein bisschen naiv davon auszugehen, dass Produktionsfirmen einfach aus der Güte ihres Herzens heraus jetzt Diversität schaffen. Aber wir müssen ganz, ganz dringend ein Verständnis dafür schaffen in Redaktionsräumen, in Produktionsräumen, dass wir alle, auch weiße, hetero, cis Menschen von Diversität profitieren. Du hast einfach ganz andere Perspektiven, wenn du 20 Leute in so einem Raum sitzen hast und jeder von denen bringt eine andere Lebenserfahrung mit, als wenn da 20 Mal die gleiche Perspektive sitzt. Und das verkauft sich am Ende auch besser. Also ich meine, am Ende, Robin hat es schon gesagt, zählen die Zahlen. Aber die Zahlen gehen eben auch hoch und das erlebe ich auch im Redaktionsalltag. Es muss nur ein Wille da sein. Es muss eine Person da sein, die sagt, okay, und wir arbeiten jetzt dran. Sie werden es nicht einfach so aus der Güte ihres Herzens machen. Wir machen noch zwei letzte schnelle Fragen, weil wir haben nur noch ein paar Minuten. Aber ich habe dich da eben gesehen und du stellst die nächste Frage und dann versuchen wir eine schnelle Antwort. Sorry Leute, ich Druck mache, aber hier muss ja auch jemand, ne, ihr wisst Bescheid. Okay. Alles klar, danke für den Talk. Dann mache ich meine Fragen schnell. Ich habe eine Anmerkung zu RuPaul's Drag Race, nämlich, dass ich die Show etwas kritisch finde, weil es dort kaum Drag Kings gibt oder Non-Binary Royalties, die eben dort auftreten. Das ist die eine Anmerkung und meine schnelle Frage ist, als ihr in Quarantäne gewesen seid und keine Handys gehabt habt, oder waren Bücher erlaubt?
Ja, Bücher waren, ich habe ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Ich war sehr stolz auf mich. Danke, danke, danke. Und ich habe ich hatte das Glück, es gab deutsche Sender. Da war ich sehr happy, aber es gab so ZDF, RTL und jetzt May He Rest in Peace. Das war diese Woche, wo halt Willi Herren gestorben ist. Und ich muss sagen, ich war so, also es lief nur noch Willi Herren. Die haben mir sogar bei RTL so eine einstündige Show gemacht. Ich habe nur noch das gesehen. Ich wusste die ganze Lebensgeschichte von Willi Herren danach. Und sonst habe ich mich versucht zu sonnen und zu beten. Keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht so wirklich dort viel gemacht. Und zu RuPaul's Drag Race, ja, verstehe ich voll, hast du total recht. Ich meinte nur eher dieses Format, dass die intern zum Beispiel, dass jetzt eine, die mal Kandidatin war, jetzt das hostet oder so, so meinte ich das nur. Aber ich verstehe den Punkt. Gotcha. Letzte Frage, kommt von hier. Ja, und zwar ist meine Frage, Robin, du hattest ja erzählt, bevor du teilgenommen hast, hast du abgenommen extra. Und wenn ich an Too Hot to Handle denke, dann sieht man ja auch direkt in der ersten Folge total freizügige Menschen, die sich erstmal total auf ihren Körper gegenseitig reduzieren. Wie ist denn so eure Erfahrung mit Körperbildern und mit Diet Culture und so weiter in dieser Szene? In der Dating-TV-Szene oder in queeren Community? Also wir sollen ja kurz... Ach so, bei Dating-Formaten. Also wie hoch ist der Druck, gut aus oder dünn zu sein oder... Nee, gar gut. Boah, ich weiß immer nicht, welchen Druck man sich selber schafft und nicht. Ich bin leider für das Beispiel, bin ich auch wieder ehrlich, kein gutes Beispiel, weil das ist das Toxischste, was ich euch davon erzählt habe. Aber es ist halt nun mal so. Deswegen... ja, ich glaube schon, dass der Druck hoch ist. Gerade in einer Show, ich hatte gerade das Gefühl, auch bei Prince Charming geht es sehr um diesen sexy Wert. So nach dem Motto, wie sexy bist du? Und es waren auch meistens die sexy, gut trainierten Männer, die dort reinkamen und weit kamen. Deswegen war der Druck schon sehr hoch. Aus heutiger Sicht, aber es ist ja nun schon ein bisschen her, finde ich es total Horror, dass ich mich da selber so unterworfen habe. Vielleicht auch noch tue. Ja, ich meine, es ist ja letzten Endes, sind Dating-Shows halt Dating auf Steroiden. Also ich meine, eine Dating-Show verhält sich zu normalem Dating wie Fast and Furious zu Autofahren. Und diese Fettfeindlichkeit, diese Körperbilder, die haben wir ja sowieso schon gesellschaftlich. Also die werden da dann natürlich nochmal stärker. Gerade wenn man die Menschen 23 Stunden am Tag im Bikini sieht oder in der Badehose. Okay. Damit schließen wir dann ab. Ich bedanke mich erstmal bei Oni, bei Paula und bei Robin für die Offenheit und dass ihr heute da wart. Als nächstes um 14.15 Uhr könnt ihr hier zulauschen zu einer Live-Podcast-Aufnahme von Danke gut mit Miriam Davutwandi plus GästInnen. Da kann ich euch nur sehr empfehlen, da zu bleiben. Ein Applaus bitte auch noch an Leonie für die Moderation für dieses tolle Panel. Dankeschön.